Willkommen von mir, sehr über die Maßen wertgeschätzte Abonnenten und Zuschauer. Wir befinden uns zurück bei meinem kleinen Retro-Projekt, das ich natürlich immer während meinen normalen Projekten laufen habe. Wir befinden uns bei Dead Space und wir zocken weiter. Tja, was ist aktuell unsere Mission? Wir haben das Shockpad und das Termit, aus dem wir jetzt beiden ein kleines Bömmchen bauen können. Damit werden wir jetzt uns auf den Weg machen, die Barrikade zu zerstören, mit der wir in die Leichenhalle kommen, wo wir gleichzeitig dann die Rig des Captains finden werden, in der sich der Zugangscode befindet für irgendwas anderes. Nun machen wir uns auf den Weg. Natürlich sind die Necromorphs nicht weit. Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Es ist schon eine Zeit her, dass ich gezockt habe. Ja, es ist jetzt... Heute ist der 30. Dezember, das heißt kurz vor Silvester. Und dementsprechend, wann habe ich das letzte Mal gezockt? Ein paar Tage vor Weihnachten? Dann war ich über Weihnachten weg und deshalb hat sich das jetzt alles etwas hingezogen. Ist ja auch egal. Wir haben einen Halbleiter, der ist nur dafür da, um ihn zu verkaufen. Und wir haben Impulsprojektile, die uns noch nicht sehr viel bringen, weil wir die passende Waffe dazu noch nicht haben. Nun denn. Machen wir es mal auf den Weg. Hier wieder nach unten. Ja, wir waren ja... Ach, genau da. So, wie wir es kennen, mit Chinese können wir die Objekte ziehen, die dieses blaue Symbol haben. Und jetzt dürften wir uns... Ja, ich wollte es gerade sagen... Ich habe dich schon gesehen. War aber mit Sicherheit nicht der Einzige, der mich jetzt hier gleich überraschen wird. Hier gibt es mit Sicherheit noch einige andere Kollegen. Da hört man sie schon. Die fiesen Wandkrabbel, ja. Na komm her. So, das wäre schon der erste gewesen. War gar nicht mal so schwierig hier, der Kollege, ne? Hast du kein Item bei dir? So gut, dann halt nicht. So, fahr mal nach unten, bitte. Aber das war doch mit Sicherheit nicht alles, oder? Oder irgendwie doch. So, hier ist verschlossen. Zutritt nur mit gültigem Ausweis. Das heißt, da komme ich noch nicht rein. Vermutlich. Da sollen wir auch sowieso nicht hin. Wir sollen nämlich wieder zurück. In die kleine Haupthalle, in der wir jetzt schon ein paar Mal gelandet sind, wo unser Speicherpunkt auch ist. Und von dort aus können wir die Barrikade zerstören. Wird auch langsam mal Zeit, wenn ich ehrlich bin. Da höre ich doch was. Oh, was hat er denn überlebt? Die kann man im Prinzip einfach aufsammeln. So, kommt mal her. Und dann mit E können wir sie alle loswerden. Ja, man muss ja ein bisschen flott hier auf E drücken. Und das Problem ist, die ziehen einem eine Menge Leben ab. Man könnte jetzt versuchen, sie alle abzuballern. Aber das wiederum kostet dann einen Haufen Munition. Ne? Deshalb entweder auf sie zurennen und sie abschütteln oder abballern. Und Medipacks haben wir ein Glück mehr als genug. Das heißt, wir konnten es jetzt mal eben leisten, hier die riskantere Methode an den Tag zu legen. Da ist noch eins, oder was? Ein kleiner Nachtzügler. Ja, diese komischen Krabbelviecher werden wir im Laufe des Spiels noch ein paar Mal kennenlernen. Allerdings dann in einer etwas anderen Ausführung. Aber werden wir dann schon früh genug selbst erleben. Ach, hier sind wir schon wieder. Jo. Gehen wir erstmal in den Shop. Wir haben ja ein Schema dabei, das wir jetzt eintauschen können. Moment, genau. Heruntergeladenes Schema, Impulsprojektile. Und wir können unseren Halbleiter verkaufen. Für den bekommen wir 3000 Credits, immerhin. Dann, was können wir noch machen? Ich würde sagen, wir verkaufen mal ein bisschen Munition. Nein, den Plasma-Cutter will ich nicht verkaufen. So, wir können das Impulsgewehr kaufen. Das werde ich auch tun. Gucken wir erstmal, was wir hier sonst noch haben. Energieknoten können wir jetzt auch kaufen. Ja, wie gesagt. Oh, die Strahlenkanone wäre natürlich auch eine interessante Idee. Das ist quasi der Plasma-Cutter nur in groß. In sehr groß. Aber ich glaube, ich entscheide mich für das Impulsgewehr. So, das große Medipack packen wir wieder in den Safe. Da haben wir jetzt immerhin schon zwei Stück. Sollten wir gut mit zur Rande kommen. So, mit den... Ja, danke, dass du mich darauf hinweist. Wir haben jetzt natürlich für das Impulsgewehr noch keine Munition. Das können wir mit den Zahlentasten auswählen hier. Pam. Okay, wir haben das Standardmagazin mit 50 Schuss. Und sobald wir genügend Munition haben, obwohl, komm, ich werde es euch direkt mal zeigen. So, zuerst mal setzen wir das Termit an. So, Termitbombe. Und natürlich bleiben wir direkt
vor der Explosion stehen. Es ist ja auch nicht so, als wenn uns das irgendwie wehtun könnte, nicht wahr? So, die Ishimura Klinik. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Es sollte sicher sein bis zur Leichenhalle. Na, das hört sich doch echt spaßig an. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Ja, für alle, die es das nicht... war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Für alle, die es nicht wissen, Nicole ist quasi unsere Lebensgefährtin, also die Lebensgefährtin von Isaac. Die hier auf dem Schiff als, ja, Krankenschwester, glaube ich mal, gearbeitet hat. Fuck this ship. Da hat wohl einer sehr, sehr... Sorry, we are full. Tja, wir sind jetzt auf der Krankenstation. Hier hat Nicole gearbeitet in der Notaufnahme. Dann gucken wir mal, ob es wirklich so sicher ist bis zur Leichenhalle. Ja, anscheinend nicht. Hier ist wohl einiges los. So, komm mal her. Wo bist du? Da. Ja, es ist also eine Art Maschinengewehr hier. Das im Moment noch nicht sehr, sehr, sehr ausschlagkräftig ist. Das kommt erst mit der Zeit, wenn wir es ein bisschen aufgerüstet haben. Deswegen gehen wir auch jetzt wieder auf den Plasma-Cutter. Da wollen wir durch, das allerdings noch zu. Tja, ja, wie gesagt, viele sind auch nicht so sehr begeistert von dem Impulsgewehr, weil es halt einfach scheiße schwach ist zu Anfang. Das ist es auch wirklich, aber ich bin trotzdem sehr begeistert davon. Wenn man es nämlich aufrüstet, dann ist es eine der stärksten Waffen, meiner Meinung nach. Und dann kann man damit nämlich so einiges anstellen. So, ich schnapp jetzt mal die Batterie, damit wir mit der die Tür öffnen können. Aber wir sehen schon, auf das Wort von Hammond können wir nicht so sehr viel geben, weil bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Naja, ist ja jetzt schon nicht mehr so ganz richtig, ne? Oh, die Notaufnahme sieht gar nicht gut aus. So. Stirb und du auch. Hat doch gut geklappt. So, habt ihr irgendwas dabei? Ja, hättest du wohl gern, ne? Wow, da kommt auch noch einer. Dich habe ich etwas zu spät gesehen, aber... hat ja gerade noch so geklappt. So, hat irgendwer von euch Credits und Munition? So. Ich finde ja auch irgendwas. Nee, ich kann mir nur den Arm nehmen. So, hier haben wir wieder so einen Energieknotenraum. Oh, Impulsprojektile. Die kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Das ist unsere neue Waffe, ne? Ich setze hier mal ganz schnell so einen Knoten ein. Und boah. Wir werden hier drin richtig verwöhnt. Ja, es gibt auch Räume, die sich nicht sehr lohnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Indem man dann nur so Strahlenmunition können wir uns jetzt holen. Ja, es gibt auch Räume, die sich absolut gar nicht lohnen, indem wir dann nur so ein bisschen Kleinkram finden, was wir auch sonst, ja, auch nicht schwierig. Ja, was auch nicht schwierig wäre, wenn man da rankommt. So ist das Satzbau richtig. Meine Fresse, ey. Jetzt gucken wir gerade mal, was haben wir denn jetzt hier alles bei? Wir haben jetzt immerhin schon eine ganze Menge an Munition für das Strahlengewehr. Dann können wir das eigentlich mal wieder ausrüsten und das erstmal nachladen. Wunderbärchen. Oh, Plasma-Energie, gib mir. So. Wir könnten jetzt natürlich gucken. Ja, hören wir uns erstmal das Audiolog an. Hallo, kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Tratschen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte!
Tja, das Kratzen in den Wänden, das könnten Mäuse sein. Hast du mal geguckt, ob du vielleicht ein paar Köder auslegen kannst oder so? Ja. Komm her, komm her, komm her. Das hier hinten war so eine Art Falle. Kann man so sagen, glaube ich. Also wenn man hier nach hinten geht, dann wird man überrascht von einer ganzen Menge wütender Kollegen. Wenn man Textlog soll ich das vorlesen? Ach, das sind die Neugeborenen. Okay, gucken wir mal, ob uns da irgendjemand bekannt vorkommt. Lucas, schön. Nö, kennen wir keinen davon, oder? Die Credits nehmen wir auch mit. Die Munition sowieso. Und dann dürften wir hier in der Notaufnahme auch fertig sein. Gucken wir mal weiter. Jetzt kommen wir auf die Intensivstation. Die Kammern 1 bis 4. Oh, hallo. Ich stehe hier, Kollegin. Die hat da gerade ein bisschen Spaß, glaube ich. Okay, so kann man es auch machen. Ich höre hier doch irgendwas grunzen. Und da liegt schon wieder ein Textlog. Habe ich es nicht gewusst? Aufschub, Wissenschaftler, bla bla bla. Benjamin, ergänzt zu unserem vorausgegangenen Gespräch, möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff unter einem um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren. Und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte? Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkung zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Ciarello und Dr. Welland auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtungen protokollieren. Terence. Ja, Dr. Mercer, den werden wir noch kennenlernen. Der lebt nämlich sogar auch noch, um euch mal ein bisschen zu spoilern. Der wird uns bei Zeiten noch über den Weg laufen. So, wollen wir mal speichern? Auch ist eigentlich nicht nötig, finde ich. Und wo sind wir jetzt? Tja, das hat mir keine Angst gemacht. Wissenschaftliches Logbuch Chief Science Officer Dr. Kahn. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Was für uns haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun? Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Welland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Naja, wie man hier sehen kann, so ganz erfolgreich waren sie nicht. Eine kleine Aufzugfahrt ist doch immer schön. Eine Aufzugfahrt ist lustig, eine Aufzugfahrt ist schön. Und wo kommen wir hin? Direkt vor eine geschlossene Tür. Das ist die Leichenhalle, Freunde. Sieht man ganz unauffällig an diesen Kältekammern, in denen die Leichen gelagert werden. Aber die meisten liegen hier so irgendwie rum. Oh, hallo. Bisschen Kopfball spielen, ne? Oh, guck mal, wie der uns anguckt. Ja, der grinst sogar ein bisschen, oder? Ach, scheiß drauf. Platsch. So, wir schnappen uns erstmal hier das Credits-Dingens und jetzt sehen wir gleich, oder was heißt sehen, wir lernen gleich eine neue Spezies kennen. Der hier. Und das da drin ist der Captain übrigens. Ja, und das da ist jetzt auch der Captain. Und er lebt komischerweise wieder. Hallo. Jetzt müssen wir uns beeilen. Na komm her, komm, 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 komm. So, das war der Captain. Und hier ist die Rig des Captains. Thank you.
Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Das hier ist ein Infektor, so heißen die Teile, glaube ich. Der kann herumliegende Leichen zu Necromorphs umwandeln, die es dann so aussehen. Das sind dann quasi die schwarzen Necromorphs, oder die schwarzen nenne ich sie einfach. Die sind um einiges stärker als die normalen Necromorphs. So, ein neuer Textlog. Autopsiebericht. Captain Matthias. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Matthias offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen existierten. Sein medizinischer Check vor dem Abflug wies keines dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Diverse Quetschungen an Armen und Beinen weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder gequetscht wurde. Na, wie viel denn noch? Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihren Abschluss im Frontlappen fand. Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod. Die Kraft, für die eine derartige Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, ist enorm und die Wahrscheinlichkeit für eine selbst zugefügte Verletzung daher eher gering. Ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Ja, der Captain wurde also umgebracht, das kann ich auch nur bestätigen, da ich auch weiß wie, und wir werden das später noch herausfinden. Da gibt es mir noch einen kleinen Videolog dafür. Und wir dürfen uns nun zurück zum Monorail begeben. Aber zunächst mal werde ich diesen Part hier beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wir haben ja einiges geschafft hier. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei, wenn wir zurück in die Notaufnahme gehen und mal gucken, was uns da wieder für eine lustige kleine Überraschung erwartet. Bis dahin, tüdelü.